Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Michael Stahl aus meinem Esszimmer wieder und mit ein paar Gedanken mitten aus meinem Herzen, hoffentlich direkt in eure Herzen. Heute ist der, also Zeit dieser Aufnahme, ist der 12.11.2022 und gestern war ich noch in einer Schule unterwegs und habe da ja ein ganz besonderes Projekt halten dürfen und mit ganz, ganz wunderbaren Menschen. Und auf dem Nachhauseweg kam im Radio, dass immer mehr Lehrer Opfer von Gewalt werden. Ja. Also nicht nur im Internet, sondern auch körperlich angegangen werden. Wir setzen praktisch unsere Hände dazu ein, ja, um andere immer mehr zu quälen. Übrigens nicht nur die Schüler, sondern auch deren Eltern. Und irgendwie hat mich das so berührt, was unsere Hände so alles tun. Und ich habe ja auch schon jede Menge Fehler in meinem Leben gemacht. Meine Hände haben auch als Kind, als Jugendlicher gestohlen. Sie haben verletzt. Sie haben ja nicht das getan, was Gott gefällig war. Und vor kurzem habe ich in der Bibel gelesen, es hat mich so berührt, also wenn du dir die Schöpfungsgeschichte durchliest und da steht drin, dass Gott immer gesprochen hat, ja, und dann wurden die Dinge und dann hat er gesagt, es war gut so und alles. Und dann dieses Sprechen, ja, und das, was daraus wird, ja, das endet an einem bestimmten Punkt und zwar, das steht da drin, und Gott macht den Menschen, also er formt den Menschen, steht auch in manchen Übersetzungen drin. Das war ihm so wichtig, so kostbar, so wertvoll, dass er selber Hand angelegt hat. Also das berührt mich. Und manche von euch kennen ja auch die Geschichte von Maya, dem Mädchen, das mit 16 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist, 2016. Und wir haben ja ein kleines Büchlein von ihr herausgebracht, Maya Loretta, Post aus den Wolken. Und Maya hat mir mal gesagt, sie kann sich das bildlich so richtig schön vorstellen, dass Gott den Menschen immer auf Augenhöhe gemacht hat. Vor lauter Liebe hat er ihn geformt und als er ihm gegenüberstand, von Angesicht zu Angesicht, da hat er ihn zum Leben geküsst. So hat sie mir das damals erzählt. Nur hatte sie eine Art und Weise, das zu erzählen, das kann ich nicht so wiedergeben, aber das hat mich tief in meinem Herzen berührt. Gottes Hände haben uns geformt. Und später steht auch in der Bibel drin, dass er uns in seine Hände gezeichnet hat. Unfassbar. Gottes Hände. Ja, Wahnsinn. Und wenn ich dann die Bibel noch weiterlese, da steht irgendwann mal drin, ja, der Mensch ist ja dann abtrünnig geworden. Der hat ja gesagt, ach, was will ich denn mit Gott? Ich mache mein eigenes Ding. Es reicht ja nicht, dass wir Gott ähnlich sind. Wir wollen ja als Gott sein. Ja, das merke ich auch immer mehr in dieser Gesellschaft. Ja, bestimmte Dinge in unserem Leben, Lebenskonzepte, Philosophien werden jetzt ja Gott gleichgestellt oder fast schon drüber. Ja, und es hat den Menschen nicht gereicht. Ja. Und ja, sie haben dann ihr eigenes Ding gemacht. Und dann steht in der Bibel drin, sie waren ja nackt. Ja, die haben ja sich dann hinterm Busch versteckelt. Und jetzt steht drin, Gott hat wieder etwas gemacht. Er hat ihnen Kleider gemacht. Gott ist der erste Modeschöpfer. Das ist doch unfassbar. Ja. Also immer, wenn ihr jetzt so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, Fashion Week oder sowas, ja, so Laufstegmodels da seht, der allererste Modeschöpfer, das war Gott. Gott hat Kleider gemacht. Gott macht Kleider. Ja, Wahnsinn. Und da hat er das ganze Universum geschaffen, ja. Alles, alle Sterne, alles, was auf der Erde ist, hat er geschaffen. Den Menschen macht er aus eigener Hand, ja, eigene Herstellung, ja, und dann macht er auch noch Kleider. Er hat nicht gesprochen und dann waren Kleider da, sondern er macht sie, ist unfassbar. Und jetzt kommt noch der Oberhammer, er zog sie ihn an, Gott hat uns angezogen. Ja, wir haben gesagt, weißt du was?
du kannst uns mal, wir brauchen dich nicht. So ungefähr so, wenn deine Kinder groß sind, ja, und sie spucken dir ins Angesicht, ja, und sagen, da, ich mache mein eigenes Ding. Und du gehst noch kurz shoppen für sie, gibst ihnen tolle Kleider mit und ziehst sie ihnen auch noch an, du dienst ihnen. Dann lässt du sie gehen, weil sie wollten ja gehen, wir wollten ja gehen. Und ich glaube, so wie in der Geschichte von dem verlorenen Sohn, Gott steht immer noch an der Haustür und wartet, bis wir heimkommen. Aber er zieht Kleider an, also unfassbar, oder? Ich musste da an ein paar Situationen in meiner Kindheit denken. Meine liebe Mama hat meinen Geschwistern und mir mal schon mal so Strumpfhosen angezogen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die Jungen werden das gar nicht kennen, aber die Älteren vielleicht von euch, da hat man immer die Kinder in so eine Strumpfhose gepackt, ja, und damit die richtig sitzt, ja, sind wir manchmal so einen Meter über dem Boden geschwebt, gell, ja, bis wir dann richtig in der Strumpfhose drin waren. Und ich kann mich auch noch an Dinge, an Situationen erinnern, wo meine Frau unsere Tochter angezogen hat, Schuhe angezogen, Hose angezogen, Jäckchen, ja, oder auch, wo sie noch kleiner waren, Strampelanzug. Und das berührt mich. Gott formt uns mit seinen Händen. Er macht Kleider mit seinen Händen. Und er zieht sie uns an. Also da fehlen mir die Worte, das berührt mich. Und ich habe vorhin, bevor ich das anfing, habe ich mir so gedacht, hoffentlich kann ich das ein bisschen rüberbringen, was da für eine Liebe dahinter steckt. Was für eine Liebe. Was für eine unfassbare Liebe. Eine Liebe, die ich nicht erklären kann. Eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Eine Liebe, die ich ja nicht so transportieren kann, wie ich gerne möchte. Unfassbar. Der Mensch, von Gottes Hand persönlich geschaffen, wird nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Er wird zum Leben geküsst. Er sagt, du, ich brauche dich nicht, ich mache mein eigenes Zeugs. Dann macht er Kleider für die Reise, ja, ohne Gott. Wahnsinn. Und dann zieht er sie ihm noch an. Unfassbar. Aus seiner Sehnsucht nach seinen Kindern kommt Gott auf diese Welt in seinem Sohn. Ja. Wir nennen es Weihnachten. Wie viele von uns feiern Weihnachten und manche wissen schon gar nicht mehr, was da passiert ist. Unser Kalender dreht sich nach der Geburt Jesu Christi. Daran richtet er sich aus. Die ganzen Feiertage wie Ostern, Pfingsten, ja, alles wegen diesem Mann, der einst auf diese Erde kam. Und Weihnachten ist die genialste Geburtstagsparty in der Menschheitsgeschichte, im ganzen Universum. Gott wird Mensch. Und ich kann mir auch so richtig vorstellen, als Jesus so in seiner Krippe lag, diese kleinen Hände, unfassbar, der Schöpfer, ja, der die Sterne in den Himmel setzte, der Planeten ihre Bahn gab, lässt sich so weit herab. Zu ganz kleinen Händen, wo man so einen Finger reinhebt und die schnappen zu. Gottes Hände suchen nach dir und nach mir. Nach dem, was verloren gegangen ist. Nach denen, die gesagt haben, ich mache mein eigenes Ding, ich will nichts mit dir zu tun haben. Wir verirren uns in der Dunkelheit, wir rennen hinaus in die Welt. Und wir haben eine unfassbare Leere, weil wir Sehnsucht nach dem haben, der uns mit seinen Händen gemacht hat. Nach dem ersten Modeschöpfer der Menschheitsgeschichte. Und nach dem, der unsere Kleider uns angezogen hat. Und wir haben so Sehnsucht nach diesen Händen. So unfassbare Sehnsucht. Vielleicht gehen deshalb aus dieser Sehnsucht heraus nach Zärtlichkeit, nach Berührung 1,4 Millionen Männer jeden Tag in Deutschland ins Bordell. Vielleicht haben wir aus dieser unerfüllten Sehnsucht heraus viele falsche Beziehungen, suchen immer wieder Nähe und Wärme und Berührung. So wie ich das in meinem Leben auch völlig verkorkst verstanden habe, diese Sehnsucht. Und manchmal sind wir so enttäuscht über das, was Hände machen, dass wir unsere eigenen Hände einsetzen und andere verletzen.
Und unsere Sehnsucht wird dadurch nicht gestillt. Im Gegenteil, es wird immer größer. Und Gottes Hände kommen in diese Welt und sie heilen die Menschen. Sie waschen Füße, obwohl Gott wusste, sie rennen alle weg. Die Hände Jesu machen Frühstück, ist unfassbar. Ein Gott, der Kleider macht, der sie anzieht und der Frühstück macht und Füße wäscht. Oh Mann, berührt mich das. Und seine Hände berühren den Leprakranken, bevor er ihn heilt. Gottes Hände müssen in Berührung mit dem Leid dieser Welt kommen, damit es wieder in Ordnung gebracht wird. Rennen wir vor diesen Händen, vor diesen Armen nicht davon. Und Gottes Hände sind die Hände, die uns herausziehen. Da gibt es diese Geschichte mit Petrus, der auf dem Wasser geht und solange er auf Jesus schaut, auf den ersten Modeschöpfer dieser Welt, solange schafft er das Unmögliche und kann auf dem Wasser gehen. Aber als er nach Wind und Wellen schaut, da geht er unter. Aber, so steht in der Bibel, zugleich zog Jesus ihn heraus mit seiner Hand. Mit seiner Hand. Meine Zeit steht in deinen Händen, steht in der Bibel. Und wie oft habe ich in Krisensituationen, auch als mein Leben noch völlig verkorkst war, bis vor 2007, als ich noch im Sicherheitsdienst unterwegs war und manchmal in Massenschlägereien, Maßkrüge, Bierbänke, Menschen um mich herum geflogen sind und ich tiefe Angst hatte und von der ich ja niemand berichtete. Ich habe immer so getan, als hätte ich keine Angst. Heute kann ich offen über meine Ängste sprechen. Ich habe die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Und damals, als das Chaos um mich herum war, da habe ich immer wieder gebetet, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mich. Gottes Hände, unfassbar. Sie haben Kleider gemacht, sie haben uns gemacht, sie ziehen uns an. Unsere Hände sollten den Händen Gottes gleichkommen. Sie sollten formen und gestalten, sie sollten zärtlich sein, sie sollten den Arm nehmen können, sie sollten sich zur Versöhnung reichen, sie sollten Führung bedeuten und Halt, nicht verletzen. Sie sollten aber auch in Krisensituationen anderen zur Hilfe kommen. Wenn Menschen in Not sind, wenn sie vergewaltigt werden, wenn sie angegriffen werden, dann dürfen diese Hände andere Menschen beschützen und zur Hilfe kommen. Die Hände Jesu, die so viel Wunderbares getan haben, was ja die meisten in dieser Welt auch nicht mehr wissen wollen. Sie sind sich ja selbst Gott geworden und haben andere Dinge an die oberste Spitze ihres Lebens gestellt. Seine Hände heilen und helfen. Seine Hände machen Frühstück. Seine Hände heilten den Blinden, rührten den Leprakranken an. Seine Hände, seine Arme nahmen den Arm. Und wir, was haben wir mit unseren Händen gemacht? Wir haben ihn geschlagen. Wir haben ihn geohrfeigt. Wir haben ihn weggestoßen. Und Menschenhände haben göttliche Hände angenagelt. Hände, die voller Liebe waren, voller Zärtlichkeit, voller Schutz, voller Halt, voller Geborgenheit, voller Sicherheit, voller Liebe. So habe ich so diesen tiefen Wunsch, dass unsere Hände zu Gottes Händen werden. Ich berühre das so, wenn ich im Seniorenheim reinkomme, die Leute, die dort arbeiten, ihre Hände heilen und helfen. Ihre Hände umsorgen so liebevoll. Wie oft war ich schon in Unterkünften von Drogensüchtigen, von anderen Menschen, die in tiefem Elend waren, Obdachlose und so weiter. Und so oft durfte ich so wunderbare Menschen erleben mit so unfassbar himmlischen Händen. Achten wir auf die kleinen Zärtlichkeiten unseres Lebens. Ein
Streicheln über die Wange eines alten Menschen. Oder egal von welchem Menschen. In Liebe und Wertschätzung. Eine Umarmung. Hände, die sich wieder zur Versöhnung gereicht werden. Finger, die Texte eingeben voller Liebe und Wertschätzung. Nicht um andere zu verletzen, zu demütigen, ihnen weh zu tun. Sondern, dass unsere Hände ein Segen sind. Und ganz zum Schluss sagt Jesus am Kreuz, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was für ein Gott, der Mensch wird, dieser dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der Menschen formt mit seinen Händen, der Kleider macht, der sie uns anzieht, so liebevoll. Der an der Haustür steht und wartet, bis wir wiederkommen. Der uns entgegenrennt und uns, so wie es in der Bibel steht, in der Geschichte des verlorenen Sohnes, um den Hals fällt. Was für Hände, die Sterne in den Himmel setzten, Füße waschen und zugleich den Leprakranken berühren und dem Petrus Frühstück machen und ihn herausziehen, als er unterging. So sollten unsere Hände sein. Helfen, herausziehen, dienen und somit die Liebe Gottes weitergeben. Es braucht mehr Hände, die ein Stück vom Himmel dieser Welt geben. Hände, die zum Licht werden in dieser dunklen Zeit. Hände, die trösten können. Es ist so viel Angst in dieser Welt. Wir brauchen wieder Hände und Arme, die Sicherheit und Geborgenheit geben. Denn wir wissen ja, eine Umarmung schenkt Identität, Sicherheit und stärkt das Immunsystem. Was haben unsere Hände doch für eine unfassbare Kraft? Sie können die Welt verändern. Und das ist mein Wunsch an euch. Wenn ihr diesen Gott, der Mensch wurde, der den ersten Modeschöpfer in der Menschheitsgeschichte, den, der uns formte, den, der dich und mich in seine Hände gezeichnet hat. Ich wünsche euch, dass ihr diesen ausgebreiteten Armen dieses Gottes nicht euch vorenthaltet, nicht weglauft, nicht ignoriert. Ich finde es immer auch so bewegend, wenn Christus am Kreuz hängt. Da breitet er die Arme aus. Für alle Menschen, für dich und für mich. Und diejenigen, die ihn schon lieb haben, ich wünsche uns, dass diese Liebe immer tiefer wird. Als Jesus am Kreuz hing, rief er mich dürstet. Er, der das Wasser des Lebens ist, ruft mich dürstet. Ich glaube nach deiner und meiner Liebe, dass wir in seine Hände rennen, in seine Arme, dass wir seine Hand ergreifen oder uns unsere Hand von seiner ergreifen lassen. Ihn dürste, dass wir mit unseren Händen viel mehr Liebe und Wertschätzung und Geborgenheit und Sicherheit weitergeben. So lasst unsere Hände zu seinen Händen werden. In deine Hände befehle ich meinen Geist, sagt Jesus. Dort in deinen Händen ist alles gut aufgehoben, weil deine Hände so voller Liebe sind, weil du die Liebe in Person bist. Dir will ich vertrauen, von dir lasse ich mich führen, von dir lasse ich mich tragen, wenn ich selber nicht mehr gehen kann. Von diesen Händen lasse ich mich auffangen, wenn das Leben mich umhaut. In deine Hände, in die Hände des ersten Modeschöpfers. In die Hände dessen, der uns anzog, in die Hände dessen Hände wir angenagelt haben. Es kann sein, dass du irgendwo in Dunkelheit bist, dass du voller Sehnsucht bist und manchmal nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Vielleicht ergreift dich mitten aus dem Dunkeln, mitten in der Schwere deines Lebens eine Hand. Und du spürst,
sie ist durchbohrt. Was für eine Hand, was für eine unfassbare Liebe. Und diese Hand zu ergreifen und nie mehr loszulassen, das wünsche ich uns. Mögen unsere Hände zu Gottes Händen werden, voller Liebe, voller Zärtlichkeit, voller Schutz, voller Geborgenheit, ein Stück vom Himmel. Wäre schön, wenn er diesen Impuls weitergibt und mit vielen teilt. Ich glaube, die Welt hat Sehnsucht nach dieser unfassbaren Liebe, die uns in Jesus Christus entgegenläuft. Alles Liebe euch. Und vielleicht habt ihr Lust, den Kanal irgendwie anzuklicken, mit euren Händen zu abonnieren für weitere Impulse. Behüte euch Gott. Tschüss, euer Michael Stahl.